Nabend, es ist kalt draußen, es ist Herbst, wie gibt es denn sowas? Dann müsste doch die Messe gewesen sein. War sie auch, natürlich. Ja, Quatsch beiseite. Es wird Zeit für die Messe-Loot. Auch von meiner Seite. Es ist zwar nicht ganz genau ein Jahr her, aber tatsächlich war der Messe-Loot von der letzten Messe, von der Essen 17, sozusagen mein erstes Video hier nach meinem komischen kleinen Quarto-Trailer. Also behaupte ich einfach mal, hurra, ich habe Geburtstag, ich bin ein Jahr alt, hurra. Deshalb möchte ich euch auch dieses Jahr wieder zeigen, was ich auf der Messe gekauft habe. Damit das jetzt aber jetzt nicht hier so ein stundenlanges Kisten in die Kamera halten wird, habe ich das ein bisschen geteilt. Es wird also drei Videos geben. Das hier ist das erste. Da zeige ich euch ganz fix die Spiele, die ich plane, in der Schule einzusetzen. Sind nicht ganz die geworden, die ich mal vor der Messe geplant habe. Dann gibt es noch einen Teil eher familiäre Spiele und einen Teil, der sich dann doch eher an die etwas gehobenen gerne Spieler wendet. Da unter anderem dann auch endlich mein zweites gekickstartetes Spiel oder gebackenes Spiel oder gebakedes Spiel. Ach, ich weiß nicht. Ich mache es auch, glaube ich, nicht normal. Hat nicht so gut geklappt. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier sind meine Spiele, die ich für die Arbeit in der Schule mitgebracht habe. Der Spieleschrank-Messe-Loot Teil 1. Haben wir zuallererst was ganz Kleines hier. Quadrio nennt sich das. Ich glaube, ist bei Hurricane oder so wird das vertrieben. Ich gucke hier nochmal. Ja, Hurricane, genau. Hurricane steht drauf. Steht ja auch ein Autor drauf. Das wäre ja nett. Wahrscheinlich traut sich das keiner. Nö, ich sehe schon, ist auch schon aus dem Jahr 2016. Habe ich diesmal auf der Messe das erste Mal gesehen. Was ist drin? So ein Klapperding hier. Und eine Menge Chips. Ah, und ihr ahnt es schon, das geht so ein bisschen in Richtung 4 gewinnt. Der Witz bei diesem Quadrio ist, dass dieses Spiel zwei Ebenen hat. Auf der einen Ebene, ich glaube, das müsste ich jetzt mal, glaube ich, in die Kamera halten, ist, glaube ich, besser, kann man die Steine hier reinwerfen, senkrecht, auf der anderen Seite waagerecht. Wenn ich das Ganze aber umdrehe, dann ist das hier plötzlich senkrecht und das waagerecht. Und habt ihr das gesehen? Hier kein 4 gewinnt. Hier kein 4 gewinnt, aber ich meine, hinter der weißen Wand gar nicht. So, vielleicht. Weiß hat plötzlich gewonnen. Ganz fix. Und schnell gespielt und passt hier alles in den Sack und sieht auch einigermaßen wertig aus. Für einen Zehner konnte ich das gut mitnehmen. So, was habe ich noch gekauft? Ja, ich habe ja gesagt, ein Quatschspiel muss auch dabei sein. Und das ist The Table is Lava. Mein bisschen Englisch sagt mir, der Tisch ist Lava. Ganz einfaches Spiel. Wir versuchen mit Hilfe unserer Karten unsere Miepel zu retten, damit die nicht auf den Tisch kommen. Aber blöderweise versuchen die anderen Spieler das auch und versuchen, hat geklappt, noch nicht ganz, unsere Miepel vom Tisch auf den Tisch zu kicken, weil sie dann verloren sind. The Table is Lava. Schönes Quatschspiel. Muss auch mal sein, oder? Finde ich jedenfalls. Alles wieder rein. Ist übrigens von R&R Games, sagt man wahrscheinlich so. Von denen ist auch eigentlich Ratchets of the Ganges, aber diese zwei Spiele haben nicht wirklich was miteinander zu tun. Der Autor ist James Schach. Nee, Schoch. James Schoch. James Schach wäre natürlich noch origineller. Aber naja, man kann nicht alles haben. Und das letzte Spiel, was ich für die Schule gekauft habe, ist der totale Denkkracher Professor Dreistein. Von einem älteren Herrn. Wo war er drauf?
Ach, da auf der Rückseite ist er drauf. Mal gucken, ob man das sehen kann hier. Da ist er, der gute Mann. Der hat sich das ausgedacht, Mathematiker oder Mathematiklehrer, lange, lange Zeit. Und der hat sich ein paar Spiele ausgedacht. Die Idee, Grundidee ist nicht ganz neu, mit dem man sich mit Spielfiguren auf dem 100er-Feld bewegt, mit zwei Würfeln. Plus, minus, mal, durch. Der hat aber ein paar ganz lustige Varianten sich ausgedacht. Man kann versuchen, einen Koffer vor den Gegnern in Sicherheit zu bringen. Man kann versuchen, Mensch, ärgere dich nicht, auf dem 100er-Feld zu spielen. Da bin ich schon ganz gespannt, wie das wohl wird. Also, Liebe Kinder in meiner Schule, ihr könnt euch freuen auf Professor Dreistein, Quadrio und The Table is Lava. Mehr dann in den anderen, Filmchen zur Messe 18. In diesem Sinne, vielen Dank, der Frank.